Hi, mein Name ist Jacqueline Lölling. Ich bin Skeletonsportlerin und habe letzten Winter in Pyeongchang die Silbermedaille geholt. Jetzt stecke ich schon wieder in den Vorbereitungen für die neue Saison. Wir haben gerade unsere Qualifikationswochen und ich zeige euch heute mal, wie so ein ganz normaler Trainingsalltag bei uns aussieht. Also viel Spaß und ja, los geht's! Morgen. Es ist 7.15 Uhr. Ich komme gerade hier vom Frühstück im Hotel. Habe jetzt noch eine Stunde Zeit, in der ich meine Tasche packen werde, mich fertig machen werde. Und dann geht es um ja, kurz nach 8 an die Bahn. Ich bin mittlerweile angekommen im Training. Ihr seht mich jetzt nicht. Hier ist die Bobbahn. Der Start wird vorbereitet und so bereiten wir uns vor, wie Sophia Griebel. Hallo Sophia. Servus. Sie stellt gerade ihre Kufe ein. Optimal für die heutigen Bahnbedingungen. Den sogenannten Sprung. So, wir laufen uns gerade ein. Bisschen wackelig hier bei Kaiserwetter. Und ja, in einer halben Stunde geht's los. Ja, so sieht es aus, wie wir hier warten, wenn die Jungs dran sind. Genau, auf dem Bildschirm können wir das Ganze ein bisschen verfolgen, was diese fabrizieren. Der erste ist der Axel und ich zeige euch mal den Start und die erste Kurve. Die erste Trainingseinheit für heute beendet an der Bahn. Es ist jetzt 11.13 Uhr. Ich fahre jetzt ins Hotel, Mittagspause. Wir sind jetzt fertig mit der zweiten Bahneinheit und wir gehen jetzt zum Athletiktraining, zur dritten und letzten Einheit für heute. Ich habe mich aufgewärmt, bin hier in den heiligen Hallen des Kraftraums von Winterberg. Laufschlauch, in dem wir trainieren. Regeneration, Physio steht noch auf dem Programm, der angenehmere Part, meistens zumindest. Ja, da nehme ich euch jetzt noch mit hin und dann ist es auch schon vorbei mit dem Tag für heute. Uhr. Ich bin in meinem Zimmer, bin fertig für heute. Hab euch, glaube ich, zumindest einen kleinen Einblick geben können, wie bei uns in so einer Trainingswoche am Anfang der Saison der Tag abläuft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, zumindest ein bisschen. Und ich freue mich, wenn wir uns bald nochmal sehen. Also macht's gut, bis dann, eure Chaka. Ciao.